what you want. So, hallo erstmal und herzlich willkommen hier am See. Der FC Heilbronn empfängt heute den Tabellenzweiten im Stadtderby, die Aramäe aus Heilbronn, und alle hoffen auf ein absolut tolles Topspiel. Ja, beide Mannschaften allerdings sehr auf die Defensive konzentriert und dementsprechend wenig Chancen in den Anfangsminuten. Nach 15 Minuten, ja, das erste Schüsschen hier von Florian Rücker in Richtung Tor der Aramäe, aber kein Problem. Dann 3 Minuten später auf der anderen Seite Martin Frey mit der Flanke in die Mitte und dann Granit Mahai mit dem Abschluss. Ja, gar nicht so ungefährlich hier nach 18 Minuten. Ja, fast eine halbe Stunde war gespielt. Wie gesagt, Chancen am heutigen Tag Mangelware. Daher nehmen wir das hier schon mal als Chance rein von Sona Celen. Wieder eine Minute später, dieses Mal die Aramäer über Konstantin Tolu, Martin Frey. Dann wird der Ball abgefälscht, wieder zu Granit Mahai und der, jo, knapp am Tor vorbei und dementsprechend bleibt es beim 0:0. Wir springen gleich mal in die 36. Minute, Freistoß für die Aramäer hoch reingegeben, ja. Und da muss sich Martin Juncker im Tor der Adler schon ein bisschen strecken, aber unterm Strich kein Problem. Endphase der ersten Halbzeit, Freistoß Florian Rücker und auch hier kein Nikolaus im Tor der Aramäer. Jo, 48. Minute, 3 Minuten Nachspielzeit, nochmal Florian Rücker, auch wieder kein Thema und so geht's mit einem 0:0 in die Halbzeit. Die zweite Halbzeit nach 3 Minuten, erste Möglichkeit für die Aramäer, wieder Standardsituation, aber wieder Markus Juncker lenkt den Ball über die Latte. Dann Eckball nach einer Stunde Spielzeit und Ibrahimovic mit dem Kopf, ja, weit übers Tor. 65. Spielminute, wie gesagt, fast alles Standard aus dem Spiel raus, fast nichts am heutigen Tag. Und ja, am Tor vorbei auch dieser Ball. So bleibt es beim 0:0. So, jetzt brauchen wir sehen über Florian Rücker und Kevin Herrmann. Pascal Grier auch mal ein Eintreff, der spielerisch läuft. Nochmal Florian Rücker setzt sich hier schön durch, dann in den Strafraum und da gibt es einen Handspieler eines Aramäers. Schiedsrichter sieht es sofort und es gibt 11 Meter für den FC Union Heilbronn. Den schießt natürlich unser Joe Brown mit 26 Treffern, immer noch der Torschützenkönig der Liga. Ja, und der läuft an und ja, wie es am heutigen Tag eigentlich fast anders sein konnte, haut er den an die Latte und dementsprechend auch eine Viertelstunde Vorschluss weiterhin 0:0. Dann mal wieder die Aramäer setzen sich hier durch. Eigentlich schon geklärt, aber dann ist es glaube ich Tim Ruguba, der den Ball schön vorlegt. Und Markus Juncker muss hier sein ganzes Können nochmal aufbringen, um den zu halten. 9 Minuten noch, Konstantin Tolu, schöne Freistoßsituation. Und ja, an das Dreieck geballert, gute Möglichkeit, Glück für die Adler. 5 Minuten noch am See, die Adler mittlerweile mit 9 Spielen auf dem Platz nach den gelb-roten Karten für Sona Celen und Islahimovic. Dieses Mal Angriff über Henrik Daxhammer, dann Joe Brown in der Mitte. Ja, wird gefoult, aber Schiedsrichter, ja, lässt weiterlaufen, dementsprechend auch hier weiterhin 0:0. Das letzte Ding, Einwurf Pascal Clear. Und dann ist Schluss am See. Mit 0:0 trennen sich die Adler. Und wir hören mal Stefan Stock und Bethlen Bubova im Interview, wie sie das Spiel gesehen haben. So, 0:0 Ende des Stadtderby zwischen dem FC Union Heilbronn und den Aramäern. Bei mir Stefan Stock. Ja, Stefan, was haben wir da heute für ein Spiel gesehen? Ich denke, war recht interessant. Vom taktischen Bereich her war es hohem Niveau. Durchaus hat es nicht so viel gegeben. Im Endeffekt, der Gericht ist 0:0.
Genau das war das, was wir vorhin gesagt haben. Wahrscheinlich wird ein Fußballfachmann wieder sagen, Mensch, es war ein super tolles taktisches Spiel. Unterm Strich Rasenschach, fast keine Chancen für beide. Hast du mehr erwartet? Ja, von uns nach der Gelbrote oder nach den zwei Gelbrote Karte müssen wir 2-3 Kunden cleverer zu Ende spielen. Muss aber im Endeffekt froh sein, dass du zum Schluss nicht noch einen Elfmeter geht, kriegst und das Ding vielleicht auch nicht verlierst. Ja, du sagst gerade, der Elfmeter gegen euch, ich glaube, der war absolut berechtigt, das Hand war zu sehen. Schiedsrichter habe ich gesehen, in der ersten Halbzeit hat er eine sehr, sehr gute Partie geleitet. In der zweiten Halbzeit waren selbst eure Leute, wo dann gesagt haben, also jetzt wird es langsam ein bisschen, ja, oder? Ja, er hat die zweite Halbzeit auch gut glücklich, aber auf beide Seiten Pfiffe. Da müssen wir mit leben. Jetzt 0-0, das bringt euch ein bisschen weiter wie uns, muss man ganz klar sagen. Ihr werdet wahrscheinlich den zweiten Tabellenplatz verteidigen können. Was liegt anders hier? Wo wollt ihr noch hin? Ja, wir schauen von Spiel zu Spiel. Wenn jetzt der FC auf die Stanz gehalten, jetzt tun wir Ostern genießen, Regeneration. Und dann schauen wir zum nächsten Spiel und gucken wir weiter, was am Ende der Runde ausspringt. Alles klar, Stefan, ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal wieder. Ciao. Nach dem Spiel 0-0 gegen die Aramäer hier im Stadtteil, aber ich ein bisschen enttäuscht, steht Betim Rugovan neben mir. Ja, Betim, was war los in dem Spiel? Ja, was heißt, was war los? Ich meine, mit Aramäer haben wir gewusst, dass eine starke Mannschaft jetzt auf uns zukommt, wo wir kämpferisch Gas geben müssen. Ich finde, wir haben kämpferisch Emotionen und ein Signal nach außen gegeben, dass wir eigentlich noch da sind. Hätten mit dem Elfmeter vielleicht 1-0 in die Führung gehen können. Gut, das passiert jedem mal. Schade, aber gut, ich sag mal, wenn der Elfmeter reingeht, kann auch der Freistoß reingehen, dann ist es wieder 1-1. Letztendlich zwei weniger, haben wir einen Punkt verdient gehabt, kann man nicht sagen, mit Einstellung und allem. Ich würde auch sagen, also das Punkt, die Teilung war nach dem Spiel durchaus gerecht. Was anderes, es werden immer weniger Torschancen, die man von euch sehen. Wie kommt das? Ja, gut, wenn man jetzt die Vorrunde mal Revue passieren lässt, haben wir ziemlich viele Gegentore gekriegt. Da haben wir uns in der Rückrunde eigentlich auf die Defensive konzentriert, dass hinten mal die Null steht und dann, dass wir vielleicht eins oder zwei Torchancen haben und dann auch das Tor dann machen. Das ist jetzt mal gut, dass die Null hinten steht oder versucht, so wenig Gegentore wie möglich zu haben. Aber gut, wir müssen jetzt mal gucken. Aus wenig Chancen die meisten Tore machen. Alles klar, weiter geht's am Donnerstag gleich wieder gegen Niederhofen im Pokal. Ich denke noch, bis dort noch seid ihr alle wieder an Bord und fit, oder? Ja, müssen wir. Alles klar, Wedi, ich sehe deine Enttäuschung. Mach's gut.